Schönen guten Morgen, meine Freunde. Heute ist ein freier Tag. Wir hatten gestern ein Spiel gegen Bernau, unser zweites Testspiel, gewonnen. Sehr, sehr eindeutig. Ich habe gut gespielt, 13 Punkte gemacht, an einer 3-3 reingeschossen. Hat richtig Spaß gemacht. Und heute treffe ich mich mit Johannes, einem Sportpsychologen, mit dem wir ein paar coole Podcasts auf, ein paar coole Videos vielleicht. Und danach bin ich auf der Hase Open und treffe vermutlich einige von euch. Da habe ich richtig Bock drauf. Das ist unsere Teampräsentation sozusagen. Wir haben gestern noch ein paar Anziehsachen bekommen, die kann ich aber zeigen. So unser Gear sozusagen, also unser, was wir dieses Jahr tragen werden. Hier. Hoodie. Grau, die schwarz, ganz geil. Bin ich mal gespannt, was das wird. Ich muss jetzt auf jeden Fall noch aufräumen, saugen, etc. pp., um meinen Gast Johannes zu empfangen. Ich bin mal gespannt, wir werden noch ein bisschen über die WM sprechen, die Basketball-WM, die jetzt ansteht. Da freue ich mich auch schon sehr drauf, die anzuschauen, weil es mal ein cooles Highlight ist. Ihr könnt auch einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, wie weit Deutschland kommt. Das heißt, was denkt ihr, wie weit kommt Deutschland und was ist euer Lieblingsspieler? Würde mich echt mal interessieren. Das sind so Sachen, die ich mal gerne aus der Basketball-Community wirklich wissen würde. Und ja, von daher, steht viel an heute. Ich räume jetzt mal eine Runde auf. Kennt ihr das, wenn ihr gar keinen Bock habt? Aber ihr müsst einfach mal eine Runde aufräumen, saugen und dann sehen wir uns später mit Johannes wieder. Peace! Ich bin jetzt wieder zu Hause, war gerade auf der Hase Open und dann eine kurze Teampräsentation. Ihr seht jetzt hier mal ein, zwei Bilder, die Justin gemacht hat. Leider habe ich vergessen, meine Vlogcam mitzunehmen, beziehungsweise es hätte auch nicht so gepasst. Ich habe mir einfach mal Zeit für euch genommen, ein paar coole Fotos mit euch gemacht, mit euch gequatscht. Hat richtig Bock gemacht und ich habe das Übermorgenland, das Buch durchgelesen. Ich wollte euch ja immer mal mitnehmen, wenn ich ein paar Bücher durchgelesen habe. Werdet ihr den Podcast sehen, da werde ich mal ein kleines Feedback dazu noch geben. Jetzt muss ich sagen, der Marco Spieker, der Asien-Korrespondent, ist bekennender Christ, der Autor sozusagen hiervon, sagt ganz klar, dass es ein fiktiv geschriebenes Buch ist. Eigentlich relativ interessant, da ich immer sehr, sehr skeptisch ist bin bei religiös angehauchten Weltsichtweisen sozusagen, aber hat er gut argumentiert seine Punkte und von daher ein Buch, was auch einen Mehrwert auf jeden Fall gebracht hat und mir mal so ein bisschen noch vielleicht einen kleinen anderen Blick auf viele Weltreligionen halt auch gebracht hat. Und von daher kein schlechtes Buch, nicht schlecht von Marco Spieker. Und auf jeden Fall nehme ich jetzt hier das kurze Antworten auf große Fragen von Stephen Hawking, der leider verstorben ist, mit an den See. Denn ich werde jetzt eine Fahrradtour machen und einfach mal, das dauert eine Stunde bis zum Stausee mit dem Fahrrad fahren, mindestens eine Stunde, ich weiß nicht, wie lange ich fahre. Und dann halt dieses Buch hier mitnehmen. Mal schauen, wie das wird. Im Endeffekt genau das Gegenteil. Marco Spieker war ein bekennender Christ, der Autor war. Und das ist jetzt Stephen Hawking, der einfach bekennender Atheist ist. Und Marco Spieker sagt, dass dem Universum zugrunde halt eine größere Macht stehen sollte, weil steht. Und Stephen Hawking argumentiert halt, dass einfach nichts dort steht, was ihm sozusagen dem Universum zugrunde gelegt ist, wenn ich das jetzt mal so ganz grob und dumm formuliert habe. Aber von daher bin ich interessiert an dem Buch, werde es mir auch durchlesen, um einfach mal verschiedene Sichtweisen zu haben. Und das ist jetzt auch mal ein Appell hört sich mal so kacke an, aber lest nicht immer nur einseitig. Versucht verschiedene Seiten zu lesen, um halt verschiedene Punkte zu haben und um euch eure eigene Meinung zu bilden. Und von daher seid offen für alles andere, deshalb lese ich verschiedene Bücher einmal von einem Atheisten, dann von einem bekennenden Gläubigen und freue mich sozusagen auf beide Seiten, freue mich darauf, beide Argumente von beiden Seiten mitzunehmen und jetzt mache ich mich auf den Weg, eine schöne Fahrradtour, wir sehen uns am Stausee. Jetzt seht ihr mal eine kurze, coole B-Roll von meinem Fahrrad. Peace. Come on, 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 come on
bwe mkoliwa mu ndamwe ya kiyuwa lero sonywa okorona abafi ngawe sonywa abatukolo obubi Leider macht das Strandbad um 19 Uhr zu und es war schon 18.30 Uhr. Ich dachte, für eine halbe Stunde bezahle ich keinen Eintritt mehr. Aber vielleicht kann ich es mal auschecken nächstes Mal. Rabenstein hier am Stausee. Ist ganz okay. Die Fahrradtour war auf jeden Fall schöner und cooler. Jetzt suche ich mir noch was zu essen und dann geht's nach Hause. Hause und wird gechillt. Heute Abend noch gelesen, aber gleich setze ich mich irgendwo hin noch, lese noch was. Und hier ist ein schöner Platz. Hier setze ich mich hin und lese eine Runde. Genau da. Ah, so, meine Freunde, ich habe es mir jetzt hier gemütlich gemacht. Das Buch ausgepackt. Werde jetzt eine Runde lesen. Mein Tanktop ist total verschwitzt. Kippi abgelegt. Fahrrad liegt dort. Good life. Es war schon so eine Stunde Fahrradtour. Am Ende ging es ja noch mal ein bisschen bergauf. Das heißt, nochmal gut die Beine durchbewegt, jetzt so am freien Tag, am Off-Day. Ist auch gut für die Regeneration, solange die Belastung nicht zu hoch ist. Und von daher mache ich jetzt noch einen Ticken, einmal kurz die Augen zu. Dann lese ich noch eine Runde das Buch und dann suche ich mir was zu essen. Und dann fahre ich nach Hause. Geil, dann war es ein super Tag. Schönen guten Morgen. 10 Minuten Morgenroutine am Morgen vertreiben Hunger und Sorgen. Ich werde jetzt noch 10 Minuten genau hier meditieren. Und dann werde ich nochmal ein Buch lesen, Podcast aufnehmen. Das ist so meine neue Morgenroutine. Danach geht's in die Halle, werde ein paar Würfe genommen. Heute Abend ist nochmal Training. A normal day, a prototype day, a life of me. Zack, so ein schönes Ingwer-Teechen, anti-entzündlich, hydrierend am Morgen, mit noch ein bisschen Water. Lese jetzt mal ganz entspannt mein Champion's Mind und meinen täglichen Stoiker, die beiden Bücher, die ich euch auch sehr empfehlen kann. Ich verlinke die auch einfach mal hier unten. Und ja, dann sehen wir uns gleich. Ihr könnt euch wahrscheinlich auch meinen Podcast anhören. Starting out to what the love you can't. You need me, say my name.
to the next. Krafttraining fertig. Richtig durchgeschwitzt und jetzt geht's noch in die Halle. Werden noch ein paar Würfe genommen. Dann vielleicht so ein bisschen 3 in 3 so Sachen durchgegangen. So ein bisschen individual, kleinen Gruppen. Super nice. Heute Abend dann nochmal. Jonas hat heute im Voss-Shirt trainiert. Willst du was zu sagen oder nicht? So, ich habe jetzt noch meinen Apfel, Pfirsich und meinen Proteinshake. Den werde ich mir jetzt sofort reinpfeifen. Dann habe ich jetzt noch ein Pressegespräch am Turm. Da werde ich noch was Gescheites zum Mittagessen. Opa. And then physio and then another practice. 3-3-3? 3-3-3. So, meine Freunde, Presstermin fertig. Jetzt mache ich mich auch mal auf den Weg hier zu Physio. Lass mich mal ein bisschen durchkneten. Und dann Mittagsschlaf. Und dann geht's heute Abend schon weiter. Let's go! Boah, das tat heute mal richtig, richtig gut. Schön die Waden durchmassiert. Nochmal ein bisschen meine Achillessehne gemacht. Richtig, richtig nice. Und es ist so ein. Es sieht nicht sonnig aus, aber es ist übertrieben warm, übertrieben schwül. Jetzt versuche ich noch einen Mittagsschlaf zu machen. Dann brauche ich ungefähr 2-3 Kaffees und dann geht's zum Training. Peace. Möhren zum ersten Mal ohne Plastikverpackung gekauft. Das war so fertig. Jetzt dachtet ihr, dass ich wieder zum Training muss, aber das Krasse ist, ein Teambuilding im Freibad. Von daher fahren wir jetzt noch 2 Stunden ins Freibad, ganz cool. Zum ersten Mal in Freibad in Chemnitz. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns dort. Peace. Was geht ab, meine Freunde? Ein schöner Tag geht nun zu Ende. Hat Spaß. Wir hatten jetzt doch, eigentlich war das Training halt geplant am Nachmittag und dann hatte spontan der Coach entschieden, weil wir viele Wehwehchen haben, viele waren schon sehr, sehr platt, ihr habt das mitbekommen, was wir für einen hohen Umfang gefahren haben, hat einfach gesagt, dass wir ins Freibad sollen und haben sozusagen Teambuilding im Freibad gemacht, eine Runde Volleyball gespielt, ein bisschen vom Dreier, Fünfer gesprungen. Ihr könnt mal unten kommentieren, was euer coolster Trick ist. Mein coolster Trick vom Fünfer ist ein Handstand. Handstand sozusagen halbe Drehung, sonst halt Saltos, Vorwärts, Rückwärts, Salto kriege ich vom Dreier und so weiter hin, auch vom Einser. Vom Fünfer, Saltos sind noch nicht so drin, weil ich ein bisschen Angst habe, mal zu überdrehen. Schreibt mal in die Kommentare, was euer bester Trick ist. Und auf jeden Fall, war es ganz cool. Ich stehe jetzt hier noch, genieße ein bisschen den Abend, poste nochmal 1-2 coole Bilder und kümmere mich um hier und da und ein bisschen auch um meine neue Brand, die wir halt gründen werden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Peace out, macht's gut. Preseason weiter im Loaden. Morgen haben wir das nächste Spiel. Ich halte euch auf dem Laufenden. Euer Luis. Peace.